aus Sicht der Gastgeber. Und jetzt das Spiel der beiden Einser, Wang Xi, Legende beim ASV schon, und auf der anderen Seite Patrick Franziska, deutscher Nationalspieler, Silbermedaillengewinner bei Olympia mit der Mannschaft. Abwehr lesen kann, der auch viele. Er wird immer wieder Akzente setzen mit seiner starken Vorhand. Sehr gut. Von Wang Xi gespielt. 2-2. Ausgeglichener Erster. Die muss er kommen. Die muss er bringen. Die, wenn die kommen, hat er eine Chance aus der Defensive. Franziska ist voll da. Ja, das Patrick Franziska ist wirklich in der Lage, selbst den starken Unterschnitt mit Unheil hier was ganz anderes. Ist wirklich. Klar war das ein bisschen glücklich, aber der Ball, der. Ding. Rückhand zu blocken. Ballwechsel total schnell, aber Patrick. Sicht, macht alles richtig, aber auch Patrick. Patrick Franziska, wenn auch die Antwort von Wang Xi hätte kommen können. Ja, hat gefehlt. Aber man sieht, der Sequenz zieht. Und das in einer bärenstarken Geschwindigkeit. Holt sich den Satz. Und es wird ein hartes Stück Arbeit für Wang Xi, hier zu bestehen. Heute Abend war in der Tischtennis-Bundesliga noch eine weitere Paarung im Duell Ochsenhausen gegen Mühlhausen. Schafften es die Schwaben, den Siegeszug der Thüringer zu stoppen und gewannen das Duell klar mit 3-0. Oh, so klar, 3-0. 3-0, ja. Mühlhausen ja jetzt gefühlt mit, glaube ich, 10 Erfolgen am Stück. Ja. Und habe hier auch souverän in Grünwettersbach nicht allzu lang her gewonnen und Ochsenhausen natürlich heute auch mal wieder seit langem in Bestbesetzung mit Gussi, mit Chakanak und mit Kulczyki oder wie der junge Pole genau ausgesprochen wird. Ja, und bei Mühlhausen im Mängel nicht im Start. Okay, das erklärt es dann schon ein bisschen mehr. Und wir gehen hier in Satz Nummer 2. Patrick Franziska schlägt auf und schlägt. Gleich den Punkt. Auch hier. Wang Xi in der Defensive. Thank you.
muss man sehen, er war da. Lieben. Den fünften Satz auf. Die Franziska. Der Moment. Und verwandelt gleich den ersten mit seinem, ich würde mal sagen, in dem Satz auch einer der Paradeschläge. Die Rückhand der Öffnung mit dem Handgelenk über dem Tisch. Starke Vorstellung des Saarbrückers. Und wenn man nach dem ersten Satz gesagt haben, hartes Stück Arbeit, das harte Stück wird jetzt noch härter. 2-0 Führung für Patrick Franziska. Und das kann der letzte Satz der gesamten Partie werden. Oder aber wir sehen Wangsi nochmal zurückkommen. Aber es wird schwer. Wenn Patrick das Niveau weiterspielt, wird es sehr schwer für Wangsi. Ich bin gerade mal dabei, im TDBL, auf der TDBL-Website den Head-to-Head-Vergleich anzugucken von den beiden. Aktuell hat Xi 5 QTTR-Punkte weniger als Patrick, 2498 gegenüber 2503. Da sind sie relativ eng beieinander. Sportlich sieht es heute Abend etwas klarer aus für den Saarländer. Jetzt hoffen wir mal, dass noch 3 Sätze kommen. Ja, wir sind bereit. Die Spieler sind es auch. Es geht in Satz Nummer 3 mit Aufschlag Wangsi. Oh, Wangsi drauf lauert, in der Rückhand umzulaufen und er zieht den ins Vorhandeck. Das Handgelenk abgekippt und dem Ball eine ganz andere Richtung gegeben, als Xi erwartet hat. Ball, nur leider nicht erfolgreich umgesetzt, aber den... antizipiert. Auch das jetzt wieder. Im ersten Satz hat er ab und zu mal noch einen Aufschlag falsch gelesen, aber gegeneinander gespielt. Sind ja beides Urgesteine. Hat eben Dago Jokić bewiesen. Ja. Kurzer Return. Und der Grün Wettersbacher holt sich die ersten 2 Satzbälle. Ja, ist ja mit seinem Paradeschlag ganz schnell angezogen über dem Tisch. Aus dem Handgelenk. Den richtigen Ball zu spielen. Und das war's. Ja. Patrick Franziska macht den Sack zu, wie man so schön sagt, holt für sein Team den dritten Punkt und damit für